Dann würde ich natürlich zu Beginn der Zeremonie die entsprechende Nadel, die ich damals im Stollen gefunden habe, ja, dem Hohen der Gilde übergeben, ehrfürchtig mein Haupt neigen und dann den Schwur ableisten. Karobosom Hortiman Angroshim Angarush Ordum Dorosh Omrogula Borubada Drax Ordosch. Radosh. Und dann wird Boltax wesentlich erleichtert in die Gesichter der anwesenden Zwerge blicken. Sie klopfen dir anerkennend auf die Schultern. Dann würde ich einen Pilz nehmen, ihn in mehrere Teile schneiden und jedem der anwesenden Zwerge eine Scheibe des Pilzes anbieten. Warten, bis sie ein Stück davon essen und dann gemeinsam mit ihnen abbeißen. Das Xorloscher Abendmahl. Ja, und danach würde ich mich dann auch wieder zu den anderen begeben, weil ich trotz der Tatsache, dass es Xolosch ist, mich nicht länger als notwendig in dem inneren Kreis aufhalten möchte. Ja. Du kannst oben im Palast, wenn du auf die anderen trittst, auch erkennen, wie dort mehrere Pilzzüchterpokale stehen, der Pogolosch-Pokal. Und in Gold, Silber, Bronze, Kupfer, sogar in Endurium, wie er hier verliehen worden ist. Also ja, allerlei aufsehenserregenden Neuzüchtungen, die dann wohl hier die ehrwürdigen Väterchen und Vorväterchen gesammelt haben. Würde ein paar Momente stehen bleiben, ganz fasziniert auf die Neuzüchtungen gucken und mir versuchen zu merken, welche neuen Sorten es so gibt und was ich unbedingt mal probieren sollte, wenn es die Zeit hergibt. Ja. Also in den nächsten 50 Jahren. Ja, ansonsten kannst du auch noch die Auszeichnung erkennen, die silberne Kallermannskrone, du kannst den rot-goldenen Amboss-Morchel erkennen für herausragende waffentechnische Erfindung. Sogar diejenige ausgestellt, die für die erste Armbrust verliehen worden ist. Und natürlich auch mehrere goldene Xorloscher Knollen, die hier ebenso verliehen worden sind. Wertschätze das natürlich und würde dann aber zurück zu den anderen gehen, denn die sollen ja nicht länger als über Gebühr auf mich warten. Die sind ja immer ein bisschen hektisch und naja, eben nicht so entspannt wie wir Zwerge. Sag mal, Jalan, du hast in deinem Kettenhemd die Ordensinsignien abgetrennt, habe ich gesehen. Ja. Wie kommt's dazu? Nun, wenn ihr es unbedingt wissen müsst, die Oberen der Paraskirche zeigen sich sehr retinent, was die Heiligsprechung des Märtyrers Alboin angeht. Und jetzt bist du kein Preisgeweihter mehr. Nein, ich habe ihnen meine goldenen Ränder hingeworfen und lasse meine Weihe ruhen. Das mag mit mir sein, aber die Kirche ist es definitiv nicht. Und nun, wo ich hingehe, werde ich wohl auch nicht mehr die Notwendigkeit haben, ein Geweihter zu sein. Diese Uneinigkeit unter den Menschen. Stelle man sich mal bei den Angroschkirchen vor. Nun, ich schätze, bei euch würde so etwas zu lange dauern, sich zu entwickeln, als dass ihr nicht die Zeit habt, es unter euch zu klären. Wie sieht's aus mit deinen Baumstrahlerorden? Bist du da noch dran? Nein. Nun, was auch immer davon übrig ist, ich weiß es nicht. Es gibt einige, die man zurückberufen hat, die sich jetzt so tun, als wären sie der Bannstrahlerorden. Und dann gibt es noch. Ich habe von einem gehört, der so tut, als wäre er Alboin. Und einige folgen ihm wohl tatsächlich, aber ach, ich habe nicht die Kraft, mich damit noch auseinanderzusetzen. Ist Alboin nicht gestorben? Ich habe ihn noch gesehen, wie er in den Flammen aufging. Im Ganz Drachenfeuer. recht, ganz recht. Aber irgendjemand schleicht, wie ich das höre, immer noch durch die Wilder Mark und trägt eine Maske, die wie seine aussieht. Interessant. Vielleicht werden einige andere Abenteuer aufklären, was es mit ihm in der Wildermark zu tun hat. Das werden Sie tun müssen. Ich bin mit all dem fertig. Ja, wenn du willst, wenn du alt werden willst, wir werden ja sicherlich ein etwas für dich finden.
Wenn ich eines Tages ein alter und grauer Mann bin, werde ich sicherlich die Reise noch einmal auf mich nehmen. Das geht bei euch immer so schnell. Nun, vielleicht geht es bei euch einfach nur langsam. Ach, wenn du wüsstest, wie viele Menschen ich schon an mir vorbeiziehen sehen habe. Das werde ich bei dir auch erleben, wenn ich nicht im Kampf falle. Aber gut. Seht ihr, Boltax kommt gerade wieder. Herzlichen Glückwunsch, Boltax. Dankeschön, dankeschön. Oh, ich fühle mich ganz anders. Ah, wie ein neuer Zwerg. Ja. Und du darfst jetzt wieder Pilze züchten? Natürlich. Und wir müssen den einen Kellerraum, in dem du deine Pilze ziehst, auch nicht mehr verstecken, wenn Albrax zu Besuch kommt, ja? Welcher Kellerraum? Jana, du mit deinen Scherzen. Menschliche Witze finde ich nicht lustig. Ja, es ist Jalans Humor. Aber, naja. Und, was habt ihr so erlebt? Nun, ich weiß nicht. Wir waren gerade eben noch einmal zurück in Richtung des Eingangs. Sie haben uns auf den Statuen gut getroffen. Ja, das stimmt. Ist eben zwergische Handarbeit. Aber ein paar Jahre braucht es noch, bis wir wirklich, naja, aussehen, wie wir aussehen. Ich meine, habt ihr mal auf Raffins Bart geschaut? Ist noch total. Also, da fehlen die Details. Und Isaruns Haare hätte man auch noch etwas mehr ausarbeiten können. Die Augen glänzen noch nicht. Richtig. Aber nichts, was nicht ein, zwei, 15-Jährchen. Ich kratze mir ein wenig am Kinn beim Thema Bart. Ich wünschte, sie hätten mich ohne gemeißelt. Na, dafür ist es wohl zu spät. Nö, das können wir noch einrichten. Wenn du willst, können wir dir den Bart entfernen. Tatsächlich. Wir können deine Haare auch länger machen, kürzer. Sag einfach, wie du aussehen willst. Und wie gesagt, ich mag den Bart nicht, aber er ist meistens eine Notwendigkeit. Ja, wir tragen ihn auch als Notwendigkeit. Nur ein Witz. Ich liebe meinen Bart. Also die Statue ist wirklich gut. Ich war schon fast wieder versucht, sie kaputt zu hauen. Aus alter Zeit. Eine andere Statue haben wir auch kaputt gehauen, Jalan. Und auf der hier habe ich beide Augen. Das hat dir offensichtlich dann den Hinweis gegeben, es nicht zu tun. Aber ja. Aber wir sollten keine Bartwitze vor Tuschbacks machen. So als Bärkönig von Xorlosch und ohne Bart. Macht ihm wirklich zu schaffen. Ihr habt keinen Bart? Ist euch das nicht aufgefallen? Nein, aber jetzt wo ich es sagt. Aber mir ist Witze sind echt nicht gut. Sie werden nicht Armin, besser, wenn ihr ein Mensch seid. Ja, habt ihr dort hinten diese Sammlung in den Vitrinen gesehen? Ich könnte sie stundenlang betrachten. Meint ihr die Wesalter Eier? Ach das. Es sind Kunstwerke. Ich habe gehört, wenn man so ein Ei hat und eine Tabelle, dann kann man, wenn man weiß, wie viel Uhr es in Brabak ist, kann man auf See bestimmen, wo man ist. Ganz ohne Sterne und alles. Man kann auch viel mehr damit machen, aber sie sind schön und nützlich und zwergisch, könnte man sagen. Schön ach, und ihr, nützlich. Ihr Menschen mit eurer Fabel für die Zeit, das kann auch nur von so kurzlebigen Geschöpfen wie euch kommen. Aber vielen Dank, Abelmir. Danke. Ja, auch an euch nagt sie, Voltax. Denn ewig ist nur Satina. Ja, und direkt danach die Zwerge. Naja. Satina wurde auch noch vom Baumeister, vom Väterchen geschaffen. Richtig. Das Konzept der Zeit gab es gar nicht. Deswegen gehen wir Zwerge auch ohne das Konzept der Zeit durch die Welt. Um es mit Abelmirs Worten auszudrücken. Gewiss. Ihr äfft mich nach. Ich glaube, das ist ein Kompliment, könnte man sagen, nicht wahr? Ich kommentiere das nicht, ich gehe einfach weiter. Es ist ein Kompliment. Es ist auf jeden Fall ein Kompliment. Also gut, meine Freunde. Ihr wart im Inneren von Xorlosch. Zumindest die Bereiche, die ihr betreten dürft. Wenn ihr mögt, bleibt so lange, wie ihr wollt. Wie gesagt, das Konzept von Zeit gibt es ja nicht und ihr seid angemeldet. Wenn ihr noch etwas Rogodan oder, Angram
Ich wollte euch gerade anbieten, Angrab zu lernen. Wenn ihr noch etwas Rohoder anlernen wollt, seid gerne willkommen, aber wenn ihr mögt, wir sind fertig mit der Reise. Ihr habt gesehen, was es zu sehen gab. Ihr könnt euch noch die Schmelzöfen ansehen, wenn ihr mögt, aber ihr habt das goldene Tor erblickt, die Statue von Agira, die goldenen Hallen, das stählerne Tor, die Hallen der Heilung. Oh. Und wir sind sehr dankbar für eure Gastfreundschaft. Etwas, das ich euch gerne noch zeigen würde. Der Ort, an dem meine Reise gewissermaßen ihren Anfang genommen hat. Ein sehr privater Ort. Ja, aber gerne, wenn ihr ihn mit uns teilen wollt, dann gerne. Helbrax zieht seine Augenbrauen nach oben. Nun. Die Feuertaufe? Nein. Nein, Gott. Es geht um den Ort, an dem... Naja. Dein Steinkreis meinst du? Nein. Ach, den zeige ich Ihnen auch noch. Aber das ist ja auf dem Rückweg. Nein, es geht tatsächlich um den Ort, an dem ich die Max verloren habe. Adelbach. Ja. Also, wenn ihr mitkommen möchtet, ich zeige ihn euch und dann erzähle ich euch die Geschichte. Ich glaube, das habe ich schon einmal, aber gerade zu lange kennt sie meines Wissens noch nicht. Ich denke, wir sollten an diesem Ort ganz ehrlich und aufrichtig unseren Gefühlen umgehen und eine gute Möglichkeit, ein Stückchen loszulassen und gleichzeitig sie selbst zu finden. Und zu sie, Max. Meine Freunde, ich werde mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich weiß nicht, ob oder wann wir uns wiedersehen. Die großen Questen sind abgeschlossen. Vielleicht verschlägt es euch ja auf gleiche Abenteuer wie mich, aber der schwarze Drache ist besiegt. Wir haben uns vor über einem Jahr kennengelernt auf dem Kaiserturnier. Ich erinnere mich noch damals, als Abel mir nicht über meine Witze lachte. Ich werde Arombolos bitten, die Ringe für Iserun anzufertigen. Ihr werdet eure Geschenke erhalten, Kettenhemd, was auch versprochen worden ist, den verlängerten Mantel für Abel mir und Fasar. Und dann werde ich gemeinsam mit meinem Freund Gilamon zurückkehren in den Kosch. Wir müssen das Koschtal wieder neu aufbauen. Angbar braucht einen neuen Tempel. Jetzt gibt er jedem von euch die Hand und drückt euch dann noch einmal. Wir werden uns vielleicht wiedersehen. Wir werden uns gewiss wiedersehen. Angrosch mit euch. Oh, Angrosch mit euch. Albrax verkneift sich eine kleine Träne, nachdem er euch alle gedrückt hat. Und wird dann mit seinen Stiefeln wieder durch den Greifax-Palast watscheln. Oh, er könnte uns ruhig mal an Anfahrt besuchen kommen. Ach ja, bevor ich das vergesse. Wenn ihr dann alle heiratet, dann sagt mir vorher Bescheid, dann schicke ich euch ein Geschenk. Also ich kann da nicht kommen, aber ich schicke euch was. Nun, ich wäre sehr enttäuscht, wenn du nicht dabei wärst, Rafim, aber wenn deine Pflicht es nicht anders zulässt. Mir wurde ein sehr guter Posten zugesagt. Ich passe auf jemand sehr Wichtiges auf. Hattest du so als Basaltfaust nicht sowieso schon einen guten Posten? Ja, ich bleibe auch eine Basaltfaust, aber jetzt passe ich auf wen anders auf. Wen denn? Oh. Ist das geheim? Nein. Naja, das sieht ja jeder auf ein Paligan. Ah. Oh. Auf Goldo. Lara, oder? Nein, auf Goldo. Ah. Was? Das ist doch der oberste von denen. Ist das nicht der Dicke? Ich glaube, du solltet ihn nicht den Dicken nennen. Er ist nicht hier. Er ist der Mann mit den vielen Titeln. Wollt ihr sie alle einmal hören? Nein. Och, ich hab Zeit. Wollt ihr schon einmal üben? Ich hab schon angefangen, sie auswendig zu lernen. Es soll ihm sehr wichtig sein.
Und, könnt ihr sie schon alle? Warum fragt ihr ihn das? Jetzt fängt er an! Lass mich kurz überlegen. Ich darf präsentieren, der Großartige, ihre vizeköniglichche Hoheit, Markgraf von Nordalem, Fürst von Talusa, Graf von Baburin, Patriarch Paligans, Herzog Vater zu Palios, Kaiserins Schwager des göttlichen Hal, seltsam, Kaiserin Bruder seiner göttlichen Gemahlin Alara, Kaisergemahl Onkels ihres Markgrafenschaft zu Pericom, Kaisergemahls Onkels des Reichsgroßgeheimrats, Kaisergemahls Onkel. Oh, da kommt noch so viel. Den Rest kann ich noch nicht. Mark, das ist ja der halbe Stammbaum mit enthalten. Markgraf zu Hotterlehm, was für ein Blödsinn. Naja, wenn er so heißt, dann heißt er so. Nichts heißt er. Und ich denke, es heißt Pylos, nicht Palios. Ich hab's mir auch ein bisschen auf die Hand geschrieben, ich geb's dazu. Es ist aber auch sehr lange, Abel mir. Ihr habt den noch und ich muss das alles lernen. Auswendig lernen. Ja, ja, also ich hab noch nie was mit ihm zu tun gehabt, aber der ist ein Grande, also natürlich ist er nett. Naja, Alara ist jetzt nicht so nett. Also sie war früher nett und jetzt ist sie nicht mehr nett. Ich hoffe, dass er netter ist als sie. Ja, wenn du ihm nicht im Weg schießt, ist er nett zu dir. Wenn du ihn im Weg schießt, dann bringt er dich um. So wie es sich gehört. Aber es klingt definitiv nach einem wichtigen Posten. Ja, 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 das wird sehr spannend. Und ich bin sicher, ihr werdet eure Aufgabe weit besser erfüllen als die Panthergarde. Ja, die sind auch ein lascher Haufen, wenn man das mal so sagen darf. Aber jetzt passt ja Iserun auf die Kaiserin auf, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Sehr richtig. Und dann könntest du die Jungs auch mal ein bisschen in Form bringen. Und wenn mir dazu die Zeit bleibt, vielleicht. Ach, einfach einmal am Morgen den Flammenball in das Zelt von denen werfen. Dann werden die auch mal ein bisschen flotter mit dem Aufstehen und dem Ausweichen. Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich Eindruck schinden. Ich merke es mir mal. Vielleicht machst du dir nicht so viele Freunde, aber seien wir ehrlich. Das wär's wert. Sulamin, was hast du denn jetzt vor? Hast du auch große... Willst du dich auch zur Ruhe setzen? Also, um mich zur Ruhe zu setzen, wäre es wohl noch ein bisschen früh. Nun, ich werde versuchen, den Willen meiner Göttin zu tun. Ich dachte mir, ich gehe erstmal nach Aranien. Jetzt, nachdem die Heptarchin besiegt wurde. Es gibt immer noch viel aufzuarbeiten dort. Viele Leute sind traumatisiert und ja, ich denke, meine Hilfe könnte dort gebraucht werden. Ich würde auch gerne einmal nach Kunshum reisen, aber letztlich werde ich vermutlich wieder nach Fasar zurückgehen. Ich wollte euch einladen, deswegen habe ich vorher überhaupt erst damit angefangen. Aber es dauert vielleicht noch eine Weile. Oh, Fasar. Ich habe gehört, ihr habt Blutgruben. Haben wir. Und eine große Arena. Oh. Ja, wenn ich kommen kann, dann komme ich auf jeden Fall. Ja, und Jalan kriegt bestimmt seinen Arsch auch nochmal nach oben. Nur ich bin mir sicher, eine solche Reise lässt sich in näherer Zukunft noch unternehmen. Ja, wunderbar. Das klingt doch gut. Ich will ja auch schließlich gar nicht, dass ihr kämpft. Es soll nur ein Urlaub sein. Aber wir kommen schon zum Kämpfen, oder? Wenn ihr kämpfen wollt, werdet ihr Kampf in Fasar finden. Ja, wunderbar. So stelle ich mir doch einen Urlaub vor. Und Abelmir, was machst du? Außer in irgendwelchen dunklen Gemächern hausen, was dir Schwarzmagier so macht. Ich hause nicht in dunklen Gemächern. Ich beziehe ein wunderschönes Haus. Ihr wisst doch, das ehemalige Haus von Frau Prutz. Es muss ein wenig hergerichtet werden, aber ich denke, es wird seinen Dienst tun. Ihr braucht einen Turm, Abelmir. Ein Magier braucht einen Turm. Oder einen Keller. Das Haus hat bestimmt nicht ausreichend Kellerräume. Ich brauche weder einen Keller noch einen Turm. Das ist nicht das, was ich möchte mit meiner Familie. Ich denke, für die nähere Zukunft, die Hochzeit von Iserun. Nun ja, vielleicht kann ich Jalan doch zu reden, seinen Ruhestand aufzugeben.
Aber wie wollt ihr euch das denn wirklich antun, einfach damit ihr einen Zaugern heiraten könnt? Darum geht es nicht, und das wisst ihr. In anderer Weise, ihr habt genug getan. Man kann nie genug tun. Doch, Abelmir. Irgendwann hat man genug getan. Und wenn man noch mehr tut, ist es irgendwann zu viel. Ich denke, ihr solltet euch gegenseitig nicht reinreden. Abelmir hat noch große Pläne. Jalan ist des Kämpfens müde. Und es stimmt mich zwar traurig, dass jetzt offenbar alle ihrer Wege gehen, aber bestimmt liegt auch Weisheit in dieser Sache. Bestimmt haben die Götter irgendwelche Pläne für uns alle. So die Götter wollen, werden wir wieder zueinander finden. Ja, und wenn ich die Giftattentate überlebe, aber das wird schon. Ach, bestimmt. Ja. Ich brauche schon sehr viel Gift, um einen Brocken wie dich umzuhauen. Ha. Das habe ich auch gedacht. Ich finde eure Pläne mit der Pferdezucht übrigens sehr interessant, Jalan. Denn die Stuten werden ja in nächster Zeit nicht mehr vor der Quadriga gehen müssen, wenn ihr euch zur Ruhe setzt. Also. Und es sind außergewöhnlich schöne Tiere. Wollt ihr sie haben? Ich hatte nicht vor, sie mitzunehmen. Nicht? Nein. Aber Vitus behaltet ihr doch hoffentlich. Nun, ich werde müssen. Zum einen kann ich es ihm wohl nicht antun, ihnen andere Hände zu geben. Zum anderen werde ich an Stratos nachhalten müssen. Nur für den Fall der Fälle. Nun, und wenn ihr euch irgendwo auf ein Rittergut oder so zurückzieht, dann kann auch er dort ein schönes Leben haben. Ja. Man muss euren Plänen nicht im Weg stehen. Ich dachte mir, ich werde versuchen, und wir kennen ja bei der Störrebrands einige Leute, mit denen zu reden und irgendwo noch ein paar Torimora-Falben aufzutreiben. Vielleicht lassen die sich ja gut züchten. Es gibt viel zu wenige dieser Tage. Vielleicht kann ich euch mit meiner Schwester und ihrem Ehemann bekannt machen. Sie betreiben eine Pferdezucht in Weiden. Ja. Ja, das würde mir gefallen. Ach, das klingt alles die... so. So. Naja. Schön und wirklich erfreulich für euch. Alle setzen sich zur Ruhe, finden etwas, was sie machen können. Der dunkle Schatten ist von uns gewichen. Ach. Ja, also wir haben ja auch einen Drachen getötet, ne? Genau. Drei, um genau zu sein. Ja, der eine zählt nur, die anderen waren ja nur klein. Jeder tote Drache ist ein guter Drache. Ja. Naja, also jeder böse Drache. Und zwei bis drei Hektarchen, je nachdem wie man zählt. Es sind noch welche übrig. Es werden immer welche übrig sein. Und es ist die Aufgabe von uns, diesen Zustand zu beenden. Nein, Abelmir. Nein, ist es nicht. Irgendjemand anderes kann das tun. Wir haben mehr geleistet, als in einem Menschenleben möglich ist. Das reicht. Aber ich bin ein Zwerg. Du hast auch recht. Ich freue mich für jeden von euch, der sich entschieden hat, sein Glück zu suchen. Wie auch immer dies aussehen mag. Und was die Schimmelstuten angeht, Jalan, nehme sie gern, aber solltet ihr es euch eines Tages anders überlegen, zögert nicht zu fragen. Ach was. Nun, ich denke, wenn ihr sie mit in euren Heimattempel nimmt, ist ihnen wesentlich besser gedient, als wenn sie in unserer Villa im Stall und auf der viel zu kleinen Weide herumstehen. Aber ja, wir treiben unsere Weiden, unsere Tiere ins Hochland. Sie sind nahezu frei. Nur beschützt von den Ferkina-Hirten. Geht nur gut mit ihnen um. Sie sind teuer erkauft. Viel zu teuer. Ja, mein Wort. Voltox, du wolltest uns etwas zeigen, oder? Ja, aber ich wollte euer anregendes Gespräch nicht unterbrechen. Genau, die Stelle, an der Simax nun ins Wasser gegangen ist. Kommt doch bitte mit. Ja, und ich würde die Gruppe dann zu der Stelle führen, an der ich meinen Bruder verloren habe. Ich nehme noch einen Humpen Bier mit.
weil der Simax soll ja auch was bekommen. Nun, hier war es vor. Ja, es sind etwas mehr als 80 Jahre mittlerweile. Hier haben wir fünf gespielt. Ja, wir waren so unwissend. Ja, ihr müsst wissen, Zwergen, Kinder, da spielt man gerne Piraten der Karibik. Dumm von uns eigentlich. Naja, und dann kam dieser Tag, die Max ausgerutscht ist und naja, hier war er, hier ist er ins Wasser gegangen. Damit würde ich einen Schritt ins Wasser treten, mit meiner Handfläche das Wasser leicht rühren, säuselnde Wellen im Muster von mir ausbreiten. Ach, Simax, ich weiß, dass du an meiner Seite bist jetzt, wo ich dich wiedergefunden habe. Und des grauen Mannes, du auch immer an meiner Seite sein. Schön, dich bei mir zu spüren. Den Pakt, den ich mit ihm eingegangen bin. Pakt, sie zu reinigen. Das will ich mit all meiner Kraft tun, dass wir wieder vereint sein können. Max, es ist so schön zu wissen, dass du da bist. Und ich möchte vor all meinen Freunden hier an dieser Stelle noch einmal kundtun, was immer auch notwendig sein wird, um meinen Pflichten nachzukommen. Immer auch notwendig sein wird, dem Versprechen nachzukommen, das ich dem grauen Mann gegeben habe. Das will ich, Boltax, so wahr ich hier stehe, leisten. Das will ich mit all meiner Kraft möglich machen. Meine Angst vor dem Wasser, in dem ich dich verloren habe. Meine Angst vor der Tiefe. Ich werde sie überwinden. Dir Ehre und um dich wiederzusehen. Damit atme ich einmal ein. Trete wieder aus dem Wasser heraus. Ach, Isarun, ihr habt ein Bier mitgebracht. Ja, natürlich. Das gehört ja dazu, oder? Natürlich. Auf Simax! Auf Simax! Auf Simax! Auf Simax. Auf Simax.